So, hallo, herzlich willkommen zur dritten Episode. Wir haben hier uns mal ein bisschen bequem gemacht. Hier, komm, 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 komm her, komm. Ab ins Bett mit dir. Los, komm. Komm, Ich bin Sklave, komm. da. Komm, komm, komm. Kann sein, dass die Episode jetzt nicht jugendfrei ist, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. So, das war's schon. Wie kann ich mal unterstellen? Oh, hier ist speichern, irgendwas. Ich glaube, so lange brauche ich die Dinge nicht mehr abzumachen. Ah, hier sind noch mal Essenceberry Bushes. Junge, Palem Palem. Winzig Teil. Guten Tag, ich hätte gerne eine Tüte Pommes frites. GG, auf jeden Fall. Eine Flasche, bitte. Oh, warum backt das so? Das ist ja grausam. Ich gehe gleich nach Hause. Weil ich was? Bin blau. Ach, wait, wait, Moment, ich bin zu Hause. Was sind das für Lags? Ja, das denke ich mir auch gerade. Bei mir geht's gerade. Ist wahrscheinlich das Gewitter, was draußen ist. Achso, also, das Ingame-Gewitter. Nur der Server. Also ich glaube, nicht teilweise ein Lags sind noch was anderes, aber... Ja, kann sein, ich habe gerade nur FPS. F in den Chat. Ah, er war ja schon, hups. Okay, jetzt hab ich Lags. Okay. Barbie? Hier war ich schon mal. Your brother was called. No. Ich mach kurz weg, während die ganze Map lädt, ey. Das dauert auch locker 10 Minuten. Dancegold? Oh! Nice. Schon witzig, wenn man einfach Blöcke 5 mal abbauen muss, bevor sie droppen. Ja. Und 3 Minuten warten muss, bevor man sie aufsammeln kann. Okay, so schlimm ist es nicht. Was Komm ist schon? Scheiße, ich finde, dass man halt irgendwie diese scheiß Beeren dafür nicht findet. Ja, Aprikokos. Ja. Ich ja, muss ein bisschen rennen. Sobald also, du einmal einen davon gefunden hast, kannst du ja anpflanzen. Also bei uns sind genug. Bei euch? Also zumindest habe ich die alle eingesammelt. Ja, ich weiß. Achso, du hast die leeren Büsche gesehen? Ja. La la la. La. So, von wo bin ich gekommen? Ich habe darüber Licht gesetzt. Warte mal da lang. So, ich gehe jetzt mal nach oben, weil ich habe keinen Plan, wo mein anderer Ausgang ist. Ich habe Essen. Von hier bin ich nicht gekommen. Ah, verdammt. Ist hier schon der Weg nach oben? Ah, jetzt danced Iron. Das ist nice. Oh, scheiße. Hier war der Spaß. Ruby Gold in the mountain store. Apropos Gold, ich hätte gerne mal ein bisschen Gold. Fällt mir ja gerade mal so auf. Hm. Versuch dein Glück. Nice, Mann! Endlich, ich bin wieder draußen. Wupp, wupp. Ah, Freiheit! Und ich habe das gefunden, was ich wollte, und zwar Marble. Liberté, Egalité, Fraternité. Gesundheit. Gleichheit, Brüderlichkeit. Für Milani! Genau. Wieso steht hier ein Level 49 Trainer vor meiner Haustür und starrt wie bescheuert auf mein Haus? Weil er dich so. Ich will da wohnen. Egal wer da Inhales. Wohnt. So, dann würde ich sagen, werfen wir hier einfach mal den Stuff in die Truhen. Oder auch nicht. La 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 la. La 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 la. Was auch immer. Immer wo ich hingehe, es führt mich immer wieder runter. Ja, ich gammel gerade so auf Höhe 52 rum. Aprikokos. Das klingt nach irgendeinem Dann finde Lied. Welche. Dann helf mir, Sarah. Also ich muss kurz gucken. Wurde gerade ein bisschen bunt in der Stadt, richtig? Ja, mit Lex. Oh ja, warum?
Ich komme, weil ich gerade zurückkomme. Ja, nein, ich muss jetzt eher naja, das laden lassen und danach halt einfach farmen. So. Ja, wir können ja gemeinsam farmen. Ich habe ja ein paar Sachen. Ja, macht weniger Sinn an sich, weil. Wenn wir uns einfach alles. Fliegt ja. Warte, wie hieß das nochmal? Ja, dieses eine Legion, was so über dem Meer fliegen kann. Wer ist Kyogre. Nein, über dem Meer fliegen kann. Latias! Ich habe gerade Latias gesehen. Was? Bei mir war gerade, glaube ich, ein Latias. Oder ein Latios? Ja? Ich glaube, du hattest ihn. War es blau oder war es rot? Blau. Dann war es ein Latios denn überhaupt. War, könnte aber auch ein Pelipper gewesen sein. Bei Niklas wäre ich mir da nicht so sicher. So los bin ich jetzt noch nicht, da war ein Latios. Oder Latias. Komm, Flo. Ja, keine Ahnung, wo geht's schon hin, ey. Wo? Das war über mir, ey. Was hab ich getan? Moin. Mein Game ist gerade mein Blitz, Alter. Junge, okay. Scheiß Ding, Schatz, GTA und so, Scheiße, aber kein Pixel, Mann. Guten Tag, hinter dir. Okay, tschüss, Robin. Ich kann nichts machen. Alter, ich hab auch so Jump an. I found the cave. Gehen auf die Plains. Oh. Da wird jemand gerufen. Niklas! So, komm schon. Blumdoom! Ich liebe diese Attacke, die klingt so gut. Geh mal gucken. Das hat Doom im Namen, es kann nur stark sein. Ja, und ich Idiot habe das schon wieder gegen einen Stahl-Pokémon gemacht. Nee, oder? Ah, ja. Apropos also... Stahl-Pokémon, ich habe da glaube ich eins, was dich interessieren könnte, Tom. Was denn? Shiny Kling oder Klick oder wie es heißt. Nee. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber es ist shiny. Ach, es ist shiny? Ja. Woher weißt du, dass es shiny ist? Weil es in einer anderen Farbe geleuchtet hat und Partikel um sich hatte. Ah, okay. Also so wie das Raichu, was ich vorhin gesehen habe und dran vorbeigelaufen bin. Mhm. Ganz genau so. Ganz genau so. Exakt. Gut. Ja. Gärtner. Ich habe mein erstes... Mein erstes Teamkameraden. Jetzt? Und ich habe langsam keine Lags mehr. Yay! Ja, super gemacht. Oh, das ist Spawner. Hast du fein gemacht. Wir sind alle stolz auf dich. Hattet ihr eigentlich auch vorher auf dem Server kam so Lags? Ich glaube nicht so. Ja, so ein bisschen. Also so heftig hatte ich nicht. Hier ist Peters Haus. Jetzt muss ich nur wissen, wo ich bin. Dein Haus ist da hinten, irgendwo. Ja, ich bin gerade am rumlaufen. Nee, dein Haus ist da hinten. Nee, ich sehe nicht, wo du hinguckst. Ich... Hier, komm, ich bring dich dahin. Ich sehe dich nicht. Ich hab dich noch kein einziges Mal bisher gesehen. Wahr. Ich stehe vor dir. Das heißt, das Viech heißt im Englischen tatsächlich einfach Spritze mit Doppel-E. Was ist denn Spritze? Welches? Klick da. Ich stehe hier. Klick. Gibst du der Spritze eine Spritze? Siehst du mich? Wow. Ja, ich sehe dich. Ich bin bei mir die ganze Zeit nur in der Luft. Diamonds. Wo geht Diamanten? Zoom. Diamonds, Ruby, Gold. Dein Start hast recht. Oh nein! Ja, ist nice. Ja, und der zugehörige Z-Kristall ist links. Born on the ground. Ja, ich hab das angeklickt, der hat meinen Starter nicht bekommen. Das rote, der ein rote Fehler Ball. Wurde durch... Was? Der ganz rote Ball. Ja, ein Fehler wurde durch Pokegift erzeugt. Nice. Also, wie soll ich jetzt anfangen? Man kann ja nicht Pokémon außerhalb von Kämpfen fangen. Das könnte problematisch werden, das stimmt. Florian fragen, der ist gerade dabei, sein Video zu schneiden. Wieso schneidet er jetzt das Video? Oder das Spiel mappt dich einfach. Vorne funktionieren. Ja. Alter, ey, das ist... Mann! Das war sehr klug von mir. Rein. Ja, das kann ich selber. Fuck! Leute, pack ich mal ein paar Sachen rein. Es gibt Mobs. Ich will gleich eigentlich gerade mein PC schreiben. Aber ich kann mich langsam bewegen, ey. Das freut mich schon mal. Droppen die irgendwas außer... Nö.
Ja, die droppen das Übliche halt. Oh, Level 24, das war ein Fehler. Nam, Level. Alter, schreib ich den Flow kurz. Da sind Diamanten, aber ich kann nicht, weil da 5 Zombies unter mir sind. Oh. Wer will von euch jemand XP, Berry Bush? Ja, will ich. Ey, warte mal, geh schon mal zu deinem Haus. Wo ist der Spawner? Nein, das sind so Einmal-Spawner, die explodieren, da kommen dann 5 Zombies raus oder so. Hey, bei dir ist im Fall ein Luxe vorm Haus, Niklas. Sie explodieren. Das bringt mir nichts, ich hab nicht mal ein Pokémon, Sarah. Ah, hier war das doch. Hast du beide Bälle angeklickt, die da waren? Ja, hab ich beide. Ich habe ja mein Wahrzeichen-Set bekommen. Da stand aus einem Pokégift erhalten und danach stand im Chat ein Fehler bei Pokégift aufgetreten. Da gehe ich davon aus, dass es nicht geklappt hat. Und ich jetzt nicht spielen kann, ja, ganz ruhig. Das ist ein Command und damit kriegst du es. Ja, da Fitch. Oder ansonsten versuch mal zu rejoinen. Vielleicht ist einfach nur. Ja, das ist erstmal zu viel für meinen PC, zu reconnecten. Alles gut, du schaffst das. Alles ist gut. Ich glaube, hier ist es mehr spaßig, was bei euch alles passiert, als das, was ich hier mache. Komm, Dias einfach. Oh, okay. Wer ist denn Mauersuchtfrau? Ich. Niklas. Warum hast du so einen Namen? Warum tust du das? Mein Nachname ist Mauer. Es gibt eine Serie namens Bauersuchtfrau. Und ich hatte Langeweile. Ach, ich dachte, und du bist Single. Also wenn ich Langeweile habe, mache ich andere Dinge, aber ja, von mir aus. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann für heute. Und tschüss! Hast du jetzt aufgenommen? Ja. Digga, Ted hat auch aufgenommen. Ich nehme sogar noch auf. Aber ich schneide nachher noch ein paar Sachen hin und her, also von daher. Ja, und ich mache eine Doppelfolge daraus, weil es das mindestens mehr als 30 Minuten war. Ja, ja, ich habe auch schon zweimal gestoppt und neu gestartet. Ja, das war ein Fehler, wie zu connecten, ey. Es laggt wieder mehr. Das wird spaßig, am Ende alles noch zu schneiden. Yay. Hast du zumindest ein Pokémon? Nee. Das wäre ja auch zu einfach. Okay, ich bin gleich wieder da. Wir haben heute kein Pokémon für dich. Obsidian. Alter. Hä? Ist das Pixelmon so viel anstrengender als das letzte Pixelmon? Naja, es gibt halt mehr Pixel. Also, mehr Pokémon. Und mehr Mons. Exactly. Wow. Mehr Pixel, ey. Geil. Oh, ein Hyperball. Ah nein, Ultra-Chest. Was ist denn da drin? Ja. Pyreberry. Interessant. So, was haben wir denn noch Feines hier? Ich hab den Pokédex geöffnet. Oh, da ist ein Pokécenter. Davon habe ich tatsächlich noch keins gefunden. Ich markiere mir die auf der Map, dann kannst du nicht sehen, wo sie sind, aber ich kann es dir sagen. Ich bin gerade dabei, mein Dings zu weiterentwickeln. Dann kann ich aber, bevor ich zum Pokécenter gehe, noch ein bisschen kämpfen. Oh, komm, bleib stehen. Arks! Arks, Sky Rage! Oh, fuck, es ist Level 39. Warum gucke ich nicht vorher auf die Level? Ich depp. Es hat mich halbiert. Okay, ich hab's auch halbiert, aber ich hab einen Critic. Der Länge nach, oder? Scheiße. Ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. Ich kenne das nicht. Ach doch, wieso macht er das? Achso, ich bin noch nicht Geist. Ja, 50, 60. Und ich bin tot. Yay. Und I can't call. Scheiße. Jetzt muss ich durch all meine Pokémon. Ah, ich hab Teleport. Verdammt, geht nicht. Ja, dann kill mich einfach. Oh, fuck, das hat sogar was gebracht. Ich baller mehr RAM jetzt hier bei Pixelmon hin. Oh, krass, Grasifleur, Alter. Macht's. The fuck?
Ich weiß nicht, was passiert. Ah, jetzt ist es gestorben. Geht doch. Also, ich meine. Was? Naja, ich bin zu doof zum Kämpfen. Eins habe ich nur. Das erklärt einiges. Du Fuck. Serpi Feuer hat gerade als Level 12 Pokémon ein Level 39 Pokémon besiegt. Kann man mal machen. Ja, moin. Uff. Läuft bei dir? Serpi Feuer ist scheiße. Hier fühlt sich das Bein runter, aber es läuft. Ja, mag ja sein, aber ich hab's gefangen. Es war ja nicht mein Starter. Und Serpifeu mit der Hidden Ability ist richtig strong. Kann sein. Pokécenter. Give it to me, baby. Das stimmt mit dir nicht. Die Frage ist viel, viel einfacher, was mit mir stimmt. Das wäre weniger aufzuzählen. Okay, fair enough. Und hiermit sind wir am Pokémon Center. Meisterball, oh mein Gott! Oh mein Gott, sehen die niedlich aus. So. Hallo, nicht anwesende Schwester Joy. Dam, 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 dam. Also, ich finde es so ein bisschen schade, dass man nicht stirbt, wenn seine Pokémon tot sind. wie im Gameboy-Spiel, wo du dann einfach am Pokémon Center aufwachst. Ich finde das tatsächlich irgendwie logisch. So, guck mal, ob wir gegen dich kämpfen können. Also, die Begründung fand ich sehr unlogisch. Du hast verloren und bist deswegen in Ohnmacht gefallen. Ja. Oh, jetzt ernsthaft. Der hat meine Z-Attacke abgewehrt. Willst du mich rollen? Ein Krokorock. Ist das Krokorock? Krokorock. Was habe ich Krokodok, aber passt. Ist doch egal. Ist ein Kiwi-Vogel in Dodrio. Egal. Du hattest mich schon nach dem Hallo. Du hättest das gestern Abend mitkriegen müssen. Jesse und ich, wir haben die ganze Zeit nur gesungen. Oh Gott. Warum hätte ich das mitkriegen sollen? Fabio, haben du oder Papi OP? Ich weiß tatsächlich nicht. Kannst du mal testen, wenn ihr mir bitte mal Quaxi geben? Quajutsu, let's go. Basti, ich habe jetzt tatsächlich eine Fähigkeit gelernt, die nennt sich Nasty Plot. Und ja, läuft. Niklas, nein, ich habe sehr viele TMs bekommen. Obwohl, ich hab. Matschbombe. Wenn du P hast, halt einfach. Mir kurz entweder ein Pokémon zergeben oder halt nochmal so ein Poké-Gift. Also das Gute dran ist, ich hab mir nichts verziehen. Nee, tatsächlich. Ups, habe ich keinen. Okay. Ich hab verklickt. Ja, frag mal Pokémon. Lalala, was bist Nein, du denn? Ein Alola-Knocker. Ja gut, ich kann dich aber nicht fangen, weil ich meine... Hast du Flo schon geschrieben? Ja, ich hab ihn geschrieben, ich hab keinen Starter. Ja, ja. Ach, Flo komm. Wird jetzt gerade entweder auf K sein oder etc., weil... Ja, ist ja alles gut. Er muss auch gerade dein Video schneiden, ist ja auch alles fit. Irgendwie frage ich ja gerade dich oder... Geil! Ich hab gerade, glaub ich, den geilsten Start im Pixelmon. Wen? Warum? Aber so richtig... Ich loote gerade die, die Kisten im Pokécenter. Pokécenter als auch im Dings. Ja, ja, da sind echt gute Sachen drin. Aber dann nimm die Bücher bitte mit. Kyroga! Du meinst die Büchersachen, also du meinst die, Bücher egal, abbauen. Abbauen. Für den Fudenschanter. Okay. Macht ihr jetzt echt die Pokémon Center kaputt? Was ist mit euch falsch? Ja, aber halt die Bücherregale für den Fudenschanter. Ich hab keinen Bock mit Pokémon Leder zu farmen. Das ist ein Krampf für den Enchanter. Soll ich noch was mitnehmen oder sowas? Nein, nur die Bücher brauche ich. Oder wir besser gesagt. Wieso? Direkt. Ja. Die sind ergreifend werden. Ich habe mich danach korrigiert. Kann man auch die PCs besser abbauen? Ja, ne? Ja, aber den Heiler nicht, weil sonst ist er weg. Du kriegst davon dann nur eine Aluminium. Weil der PCs mitzunehmen ist meistens ganz sinnvoll.
Ich bring dir auch ein PC mit, ne? Warum macht ihr die armen Pokémon Center kaputt? Die haben euch nichts getan! Doch! Den Heiler am besten stehen lassen, weil wenn halt andere Leute da vorbeikommen, ist auch ganz gut, dass die ihn... Ja. Aber gut, und du, wie gesagt, du kannst ihn ja eh nicht gut... Ich hab Dings paralyzed. Mein Ding ist tot. Mein Dings da, mein Dingsbums. Okay, komm schon, bitte, bleib drin. Ja, ich... Was hättest du gerade fangen? Pyroa. Nein! Also, ich guck mal kurz, ob ich irgendwie bei den Verkäufern noch was finde. Im Supermarkt baue ich eben auch noch die ganzen Bücherregale ab, ne? Ja, ganz kurz, ich weiß nicht, wie du es jetzt aufgefasst hast. Ich will aber allein bauen, wir können aber gerne zusammen was machen, ne, weil wir halt ein eigenes Haus mal versuchen zu bauen. Und so, okay. Ne? Okay. Also, ich wohne vorerst in dem und danach wollen wir dann in Schöne runtergehen, Niklas? Ja, wir bauen ja auch unser eigenes Haus. Ach, apropos Haus bauen, Basti, wie sieht das da bei dir aus? Aber erstmal fange ich jetzt nur, deswegen. Ich habe jetzt kein Wort verstanden, nur meinen Namen. Okay, apropos Haus bauen, Basti, wie sieht's da bei dir aus? Oder wollen wir warten, bis Shino da ist? Da würde ich auf Shino warten. Naja, ich weiß nicht, der wird ja dann auch erstmal versuchen, irgendwie zu fighten oder irgendwas zu machen. Naja, aber zwecks Absprache und so weiter. Denke ich, ist dann schon sinnvoller. Pokéball! Chabokaberry! Ich markiere das mal kurz auf meiner Karte, damit wir auch jederzeit wissen, wo eine Dings ist. Damit er weiß, wo das auf deiner Karte markiert ist, finde ich super. Ja, dann gehen. Kannst ja die Koordinaten posten. Oh, was ist das denn? Wenn wir da vorbeilaufen, sehen wir es ja. Schön. Oh Gott, das finde ich gar nicht so gut, dass da zwei Hexen dabei sind. Diese Fairy Bushes überhaupt? Ich finde die. Ja, den gibt es tatsächlich. Okay, die welche denn genau jetzt? XP Berries Bushes oder andere? Nein, die für Pokebälle. Ja, natürlich gibt's sie. Ich hab bisher eben noch keine gefunden, deshalb. Es wäre ganz schön dämlich, wenn es die nicht gäbe. Also ich habe eine Menge gefunden bisher. Aber die sind meistens im Grünland. Also kann sein, dass ihr, wenn ihr in einem anderen Biom seid oder sowas, dass es dort keine gibt. Ich bin grün irgendwo bei grünen Sachen. Nein, also ich bin gerade bei Team Grün. Nein. Au. Oh. Bitte. Oh fuck. Ich sollte anfangen, auf Level zu schauen. Es kann nicht sein, dass ich hier so gleich einen fucking Fehler mache. Ich hab meine Frage geantwortet. Alter, ich bin gerade ein bisschen lucky. Oh, ich habe eine Mail bekommen. So, ich muss die Verrichtung jetzt ausmachen. Ich hab Bridge-Mail bekommen. Fabio? Ich jetzt Briefe schreiben würde. Hat Poki geantwortet, weil ich habe gerade kurz Tech-Account ausgemacht. Okay. Ups, jetzt habe ich eine Blume gepflückt. Ich habe eine Blume gepflückt! Dum. Okay. Boah, der Spawner war jetzt echt fies. Da waren 38? Und okay. Drin. Wir können das. Du bist ein fieses Pokémon. Ist ein Schiff. Das ist voll mit Zombies. Echt? Und Skeletten. Oh, ich hab einen schönen Trank für Niklas. Sandstein. Oha, der geht auch tief runter. Wie viel bist du? 51, das ist ein bisschen. Dann mache ich mir zuerst ein bisschen Rüstung. Oh, Nebulak. Ich meine, ich hab ja Dingens. Was tropfst du denn, Nebulak? Eisen. Das eine sieht Hauptsache Albauxid sieht genauso wie Eisen aus. Gast hier, genau. Läuft. Bauxit. Trifft nun. Geodude, verpiss dich. Geodude, verpiss dich. Fucking Kleinstein. Alter. Kann ich dich eigentlich reiten? Nein, kann ich nicht. Oder reiten einfach nur rechtsweg auf das Pokémon, ne? Also wenn du sowas deine Freunde fragst, dann also bitte in einem bedeckten Raum, danke. Uff. Da
Geist war gut gegen Geist, wenn ich mich richtig erinnere. Junge, was ist das? War geil. Ich muss den ganzen Spawnern ausweichen. I want more Dias and more stuff. More good stuff. Ich sag eigentlich alles, was ich finde, ist gut, aber. Oh, hier war schon jemand. Das ist ein dummes Beim so plenty. Eben. So, 33, dann fehlt nur noch ein bisschen, damit wir hochleveln. Ah. So, jetzt habe ich noch alles übrig. So. Server hat mal kurz wieder Mäulchen gemacht. Dum, dum, dum. It's a masquerade adventure. Oh mein Gott. We can do everything. So, oder? Da ist noch eine Kiste. Da ist eine Kiste. Danke für die Info. Es gibt solche Kammern. Oh, das ist sogar ein verzaubertes Schwert, das da drauf. Das heißt, oh, wie geil! Ich habe einen Sonderbonbon. Ich schwöre, ich habe in den Playthroughs und sowas nie Sonderbonbons benutzt. Die haben immer bei mir rumgegammelt. Ja, bei mir auch. Ich hatte dann bei dem einen. So, ich dachte mir so, komm, das kann ich auch leveln, dann brauche ich jetzt keinen Sonderbonbon für. Ja. So, nächste Chest. Ich denke, das sollte passen. Kohle und Papier. Ich meine, das nehmen wir, oder? Vielleicht machen wir eine Chest. Finde die Chest cool. So ein bisschen Gambling, was rauskommt. Oh, geil. Da geht mir richtig eine ab, wenn ich die Sachen sehe, die ich hier gefunden habe. Oh, warte. Das sollte ich vielleicht rausschneiden. Lalalala. Nein, ich habe jetzt keine Ahnung. 6 Angelbälle gefunden, 4 Traumbälle. Angelbälle. Ja, Köderball heißen die, glaube ich. 2 Timer, nee, 1 Timerball, 2 TMs, 4 Luxury Balls. Ja, also ich habe 2 Superbälle und 8 Pokebälle. Ja, die kriegst du standardmäßig. Ich weiß. Geil. Aber ich werde hier keine Bibliothek abreißen, das könnt ihr voll vergessen. Sei. Vor allen Dingen Bibliothek. Oh Gott. Yay, endlich. Es entwickelt sich. Endlich habe ich einen coolen Geistervogel. Achso, ich wollte sagen, Bonch. Hey. Weg, aber dum, 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 ey, ich habe Piratenhut. Ja, gut. Oh, ist so groß. Ich finde das halt super, wie eigentlich so alle irgendwie mit irgendwelchen Pixelmann-Sachen beschäftigt sind, Sarah. Ich prügel mal mit Mobs rum. Nicht? Oh mein Gott, ist das cool. Oha, das ist ja okay. Ich liebe, also ich hab... Wie konnte man auf Pokémon reiten? Mit Rechtsklick. Rechtsklick. Okay, dann kann ich auf diesem... Dann kann ich auf diesen Pokémon nicht reiten. Nein, auf Silvaro kannst du nicht. Ja, genau. Schade eigentlich. Darf ich dich jetzt mal hauen? Dieses aggressive Gewaltpotenzial. Okay, gut. Dann haben wir Ziel 1 erreicht. Das Pokémon hat sich in den maximalen Entwicklungsstatus gebracht. Jetzt können wir eigentlich anfangen, eine Base zu bauen. Die Frage ist, wo? Und wie? Weiß jemand, wo am besten Trainer spawnen? In und um Ortschaften ringsrum, wenn du dich eine Weile dort aufhältst. Zählen unsere Startgebiete auch als Ortschaften? Das weiß ich nicht. Aber ich würde mal sagen, ja, weil hier habe ich schon einige von Trainern Skeletten gesehen. Ja, aber... Gut, okay. Also zum Beispiel, ich habe bisher einen Trainer gesehen bei uns da in der Nähe und das halt mitten auf der Wiese. Also... Und die spawnen halt auch sonst normal. Wäre da gekommen. Hauptsache, die Skeletten gehen einfach mal in Spinnweben rein. Schade.
Teil, ne? Glowshroom. Hallo. Nee. Das finde ich persönlich nice. Fabio, bist du gerade zu Hause oder wer anders aus Stadt Blau? Ich bin gerade unten in der Höhle. Ganze 600 Blöcke weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sich so billig gerade. Ach komm, ob da sie schießen sich gegenseitig ab. Ein normales Vanille-Item hat bei mir gerade keine Textur. Geil. Vorteil, ne? Ja, immer Welches denn? Tropenholztreppe. Und auch normale Baumstämme da hinten. Ja, aber das ist beim Supplanty-Holz. Also Tropenholz? Tropenholz, glaube ich. Nee, Junglewood gibt's auch im normalen Banner. Ja, Junglewood, aber es heißt... Tropenholztreppe, das ist normales Minecraft-Holz. Da steht ja auch Minecraft dabei. Okay. Ja. Pferd. Das ist dumm. Ich bin so nice, dass halt einfach dass jeder hier so eine Kiste hat bei diesem Piratenschiff. Alter, Serpifeu ist OP. Ich weiß nicht warum. Es killt halt einfach alles, was zu strong ist. Wo hast denn du ein Serpifeu? Serpifeu ist schon geil. Oh, hallo Max. Hi. Ich hab das gefunden und gefangen. Eins Max, Mensch. Und das Serpifeu entwickelt sich, wupp wupp. Also das Serpifeu hat auf Level 12 gerade einen Level 40 Snobilikat gekillt, ne? Deswegen so, the fuck. Okay, also... Wahrscheinlich ein gute EVs. Na, das ist einfach nur Luck, weil das die ganze Zeit nur Heule eingesetzt hat. Das Snobilikat hatte einfach keinen Bock mehr auf sein Leben. Yep, genau das war's. Es so, hat es hat sich Lesen entwickelt, depressiv. Wunderbar. Aber schön, dass du auch da bist, Shino. Weißt du, wie es funktioniert? Wollen wir dann einfach mal in unseren Grün-Channel gehen oder wollen wir Sarah weiter bei uns belassen und uns ausspielen? Ja, Sarah ist ja jetzt auch nicht mehr allein. Ach, das stimmt, Sarah ist auch nicht mehr alleine. Die hat jetzt auch Freunde. Ja. Alter, ich habe 63 dieser Feuerbälle. Wait a moment. Ist das ein Geisterturm? Ich habe vorhin schon mit dem Handy ein bisschen was geschrieben gehabt. Ah, ja, ich habe es nicht gelesen. Lalalalalala. Alles gut. So, der Plan ist nämlich, wir wollten uns eine gemeinsame Base bauen. Ja. Warum zum Teufel lande ich auf dem Bauwerk? Ja, bin ich auch vor uns. Hab ich mich auch gefragt. Alles gut. Und wer zum Teufel hat eine Gigigas-Statue draufgehauen? Na, das ist das Startgebiet. Das hat, glaube ich, Flo gebaut. Und ich habe vergessen, die scheiß Musik auszumachen. Ich hab den Captain gefunden. Ich hab den Captain umgebracht. Dann ist es jetzt dein Schiff. Ja. GZ. Was haben wir hier? Alter, das sieht aus wie so ein Geisterturm, nur dass wir keine Geister-Pokémon sparen. Hey, hier sind Papageien. Dann wird's wahrscheinlich so ein Roguelike-Dungeon sein. Wahrscheinlich, aber da ist nichts weiter. Also ich komme halt hoch und das war's. Ärgerlich. Kann ich hier runterspringen? Anscheinend konnte ich es. Sonst hättet ihr es im Chat gesehen. Ich wollte gerade sagen. What the fuck? Ich will diese Puppen haben. Ich reg mich gerade darüber auf, dass hier ein Shiny Zubat ist und mein Pokémon tot. Ups. Wer zum Teufel hat diesen Teleporter gemacht? Wahrscheinlich Flo. Hallo, Nase. Ja, hast du eigentlich irgendwann mal so das Pokémon, wenn man totes Pokémon oder nur tote Pokémon hatte im Ding, dass sich irgendwann mal eins... Oh mein Gott, sind das viele Berries. ...auf 1 KP hochgeheilt hat? Tom, komm mal zum Teleporter. Was? Komm! Ich kann gerade nicht zum Teleporter kommen. Ich bin weit weg. Genau, du sollst tot sein. Genau. Ach, hi Parrot, na? Und das kann man Parrots nochmal zähmen?
Keine Ahnung. Amen. Keine schlaue Idee, den Piraten in der Picke zu hauen. Level 2, dein Ernst. Na gut, egal. Alter, wie schnell klettert man die Leiter denn runter? Assassin? Ups, an oder warum? Was? Es sind spawnen doch normale Mobs oder wie? Ja, ein paar, ja. Ein paar. So in Special Buildings. Ah, okay. Yeah, ich habe Lichtschild gefunden. Wunderbar schöne Fähigkeit. Oh ja. Bist du ein Pokémon oder ein Baum? Ein Baum. Für jeden von euch eine Pirate Cappy. Ich sehe schon mal einen Defekt auf der Karte. Du siehst was? Ich sehe schon mal einen Defekt auf der Karte. Yeah. Warum ist deine Karte kaputt? Wow. Ich sehe diese Schleiminseln. Jetzt wüsste, wie ich hier wieder rauskomme. Ja, das wüsstest du wohl gerne, hm? Dann wäre ich sehr glücklich. Alter, diese Berries bringen ja fast gar nichts. An Nahrung? Ja. Was ja. Willst du auch mal solche auch, Berries ja. haben? Wäre nett. Dafür hast du Diamanten, wir können ja tauschen. Ja, können wir gerne machen. Das ist auch voll der faire Tausch. Ja. Finde ich auch. Ein Trainer rum. Das hast du jetzt nur gesagt, um mich zu ärgern. Gib's zu. Nein. Kann sich irgendeiner mir erbarmen und zu mir kommen und dieses Shiny Zubat fangen und mir wieder traden? Nein. Gemein. Warum kannst du es nicht fangen? Weil mein Pokémon tot ist und man keine Pokébälle auf wilde Pokémon fangen kann. Irgendwas um die 6.000 bis 8.000 Blöcke. Oh fuck, das wird ein Riesenprojekt. Bist du in den falschen Spawner gegangen oder was? Nein. Ich hab da unter Wasser Fossilien. Ich kann doch gar nicht in den Spawner gehen. Achso, geht das gar nicht? Hat er doch gesagt, dass man nur in den von seiner Farbe geht. Ja, vielleicht hast du einfach so gesagt. So, dass du automatisch in den richtigen gehst. Hallo Lava. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ich bin gerade zwischen drei Spawnern. Wenn man in die Oha. Kommt, lol. Basti. Ja. Hast du noch deine Leafy X? Ja. Wenn du mit der Leafy X einen Rechtsklick auf Bärenbüsche machst oder auf die Aprikokobäume, wachsen die nach. Ach nee, weißt du. Wie geil ist das denn? Was ist denn das denn hier? Ich hab gerade im Prinzip unter meinem Haus ein Roguelike Dungeon entdeckt. Ein Trainer, Level 46, dich werde ich nie besiegen können. Alter, ich habe eine Unterwasserstadt gefunden. Geil. Ist ja geil. Und daneben ist direkt noch nur so eine Landeinsel. Mensch. Na gut, ich weiß auf jeden Fall, wo ich mich kurz einnisten werde. Bei dieser Insel. Was bist du denn? Nee, jetzt hätte ich gerne Unterwasser-Breathing-Helmet. Was bist du denn? Level 40. Nein. Perfekt. Hast du schon dein Häuschen gefunden, Brüderchen? Nein, ich bin noch am Stadtteleporter und bin in einer witzigen Position, deswegen habe ich. Leute, ich habe einen Unterwassertempel und eine Stadt gefunden. Herzlichen Glühstrumpf. Ich habe einen 2 Pick-Spawner gefunden. Und ich glaube, ich habe gerade Hybrid schon ein bisschen verstört, weil ich hier rumliege. Wieso liegst du dort rum? Weil das kann. Ich bin so hier reingespawnt. Ich muss unbedingt zurück. Mein Inventar ist einfach mal übervoll. Alter, ich bin ja Fresszack hier. Welcome back. Oh, ich wünschte, ich könnte hier mehr sehen. Ich mach mir einen Waypoint, du kommst später nochmal. Ja, das mache ich auch. Das Pokémon heißt Why Not. Ja, deswegen habe ich dir vorhin gesagt, nur Trainer, nicht Why Not. Ja, ich kenne halt Pokémon hauptsächlich nur in Deutsch, deswegen.
Boah, diese Stadt sieht episch aus. Wo war ich stehen geblieben? Junge, ich wollte einen Wegpunkt direkt neben dir spawnen, ne? Huiuiui. Da. Assassin, was hast du mir geschrieben? Ich würde es feiern, wenn ich jetzt mal solche O-Berries bekommen würde. Assassin? Ich habe hier ein schwarzes Schwein. GG. Super gemacht. Zwei schwarze Schweine. Super gemacht, Effekt. Super. So. Finde ich hier auch ich mal hab, noch ich was? Hab, ich habe dein PC in dein Haus getan. Ja, alles gut. Soll ich die Bücher in dein, auch in dein Haus tun, damit du... Alles gut, kannst du behalten. Das ist jetzt ja nicht nur für mich. Das ist ja, wenn wir alle halt einen Enchant haben. Dass du ja uns nicht hörst, aber reden kannst. Ja, wird mir auch gerade angezeigt. Lag ich bei euch gerade irgendwie? Nee. Okay, ich sehe leider deine Zunge nicht. Komm, ich fand mich richtig gut. Ich weiß nicht, warum du da aufsagst. Da hat er sich gesehen. So, was kann man nochmal aus dem Helix-Fossil bekommen? Ein Helix? Nein, Spaß. So, Tom, hab sie mal im grünen Chat gepostet. Mhm. Alter, ich brauche mal Land. Hier ist ja nur Ozean hier. Hallo Trainer, ich will nur dein Bestes. Und zwar. Wo bist du denn gerade? Ich? Ich meine Niklas. Also Niklas, sobald du auf den Server kommst, lag das. Meine. Ne? Finde ich nicht. Genau, es liegt an Niklas. Ja, ja. Nein, ich find's nicht. Es liegt überhaupt nicht. Könnte auch überhaupt nicht daran liegen, dass ich ganz so weit wie möglich hinfahre. A bed in a bucket. Okay. Oh ja. Yeah. Das. Was? Also was? Du hast eine Fledermaus in einem Eimer? Ja. Yep. Alter, wie ist das gerade mal gezielt? Okay. Okay. Hab ich jetzt Geld bekommen? Hallo, Land. Kannst du auch mal kommen? Mein erstes Geld. Ich würde gerne mal Land unter meinen Füßen haben. Das wäre ziemlich nice. Okay. Was kann ich denn hier noch rausschmeißen? Die beiden kann ich rausschmeißen. So, let's go. Naja. So, das kann ich wieder noch da reinschmeißen. Ich könnte jetzt echt mal Land vertragen. Ich könnte mal auf den Server vertragen. Okay, was kann ich denn nicht mal vertragen? Es geht, oder? Rabbit weg damit. Kannst du da rein? Okay. Da ist es. Oh, geht doch. Hi. Jetzt schimmer es. Ja. Du findest meine Rüstung. Sie leckt sich jetzt eben, war es doch flüssig. Ja, okay, jetzt haben jetzt immerhin alle Blöcke wieder Texturen. Geil. Was? Habe ich wirklich das letzte Haus in der letzten Ecke gekriegt? Ja. Ja, aber dafür ist dein... Ich finde seins cooler. Pikachu bekommen! Du hast hier so ein... Naja... Ist halt größer... Also ich finde es schöner, dass du so ein bisschen abseits und ist ein bisschen höher. Kann ich mir eigentlich Sachen von dir klauen? Nein, jetzt mache ich nicht. Herzlich willkommen, Shino. Willkommen. Was bist du eigentlich? Bist du jetzt, das sieht aus wie ein Team Magma-Version in grün, also Team Pflanze. Warte. Team Moos. Team Moos, genau. Ich kann dir was zeigen, wenn du willst. Glaube ich nie. Zeig. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott, er zieht sich aus. Ja. Na. Jetzt muss ich es wieder. Das heißt, du bist jetzt einfach ein roter Spieler im grünen Gewand, oder wie? Normaler Skin war ja hier schwarz-rot. Stimmt, das ist dein normaler Skin. Ich erinnere mich. Ja, gut, der ist ein bisschen abgewandelt, aber damit ich den anderen drüber kriege. Und?
Und demnach habe ich mir halt so gesagt, okay, ich muss mich irgendwie dem grünen Team anpassen, also... Ach, anpassen, ja, anpassen. Wie man sieht, ich habe mich total dem grünen Team angepasst. Ich halte Pflanzen in der Hand. Lalalalalala. Ich hab mich zu meinem Team angepasst. Ne? Also irgendwie diese Berrybüsche von den Pokébällen mögen mich überhaupt nicht. Ich habe gar kein einzigen bisher gefunden. Eine Frage. Ich habe den roten Pokéball rechts angeklickt und es hat mir gesagt Error. Okay, ja. Du auch noch so einer. Ja, wir haben jetzt gerade bei Anika einen Starter, wir müssen warten, bis Flo dass er uns einen geben kann. Sweet dreams are made of this. Who let in mind to disagree? Travel the world in the 70s. Fabio? Was ist das denn? Everybody's looking for something. Also wenn du jetzt anfängst mit singen, dann mache ich erstmal, schreibe ich erstmal meine. Fabio, sozusagen halt, gibt es eine andere Möglichkeit als Pokus, diesen einen Pokestuff vermeidet, ihr wollt einfach, dass Pogi, wenn er OP haben sollte, uns kurz einen Pokestuff gibt? Also Flo hat den Server erst vor kurzem jetzt gekauft und ich glaube Poki war gestern einmal drauf und Flo hat auch alle seine Spielerdaten gelöscht. Also Hat er heute Morgen noch OP gegeben. Ja, okay, weil ich halt eben gefragt habe, ich gesagt, mit Pokestuff hat gesagt, bin ich dumm, weil das irgendwie, weiß nicht, warum das dumm ist, weil ich würde ja nur meinen Starter durchkriegen, mehr nicht. So, aber andere Frage ist, Tom, wo wollt ihr jetzt eure Base bauen? Das wissen wir noch nicht. Wir haben uns ein bisschen umgeguckt, aber wir haben jetzt noch nichts Eindeutiges gefunden. Und wir haben halt primär auf dich gewartet. Ja. Ich bin sogar eher da als erwartet. Krass. Ich bin begeistert. Wir sind stolz auf dich. I'm so proud of you. Alter, ich bin gerade in der Wüste. Bisschen im Kreis am Latschen. Mein Udin, Inventar Udin. Ist zu voll. So, wir können gleich übrigens in Zukunft vielleicht Pokéball kriegen. Lol, was ist das denn? Ich habe das Pokémon, was defekt war, ein Projekt mal hatte. Also, Shino, ich habe tatsächlich eine Idee, wo wir was bauen könnten. Mhm. Lol, hier ist ein Boss. Glalie. Müssten nur ein bisschen von hier weg. Ich gucke gerade, wo das war. Also entweder wieder auf einem Berg. Also der Gedanke war dadurch, dass wir ja Team Grün sind, dass wir uns irgendwas Baummäßiges bauen. Also einen großen Baum oder irgend sowas. Ich hatte vor, einen großen Baum zu bauen. Basti hatte vor, irgendwie so eine Geisterbaumstadt zu bauen. Eine Geisterbaumstadt. Ich würde ja fast vorschlagen, wir sind ja hier in diesem komischen Wald und ich würde einfach aus dem Wald rausgehen. Vor uns haben wir so ein Plains-Biom, so ein hügeliges Plains-Biom und ein bisschen nördlich von dem ist halt nochmal ein anderes, ja, so ein Halbwald-Biom. Dass wir vielleicht in dieses Plains-Biom gehen, ein bisschen enthügeln. Enthügeln? Und dort vielleicht reinbauen, weil ein bisschen mehr Sicht ist schön, anstatt andauernd immer irgendwo Bäume. Alter, ich bin jetzt schon allein 3000 Blöcke von zu Hause entfernt. Von zu Hause entfernt? Oh. Wollen wir deine Mami anrufen? Danke, muss ich jetzt wieder rausschauen. Also, keine Ursache. Da ist ein Altaria! Ich weiß nicht, was das hier, was hier Flupper fabriziert hat, aber es sieht mir nicht so richtig, dämonisch aus. Altaria am Rumfliegen. Wir werden wir einfach in den grünen Voice-Chat gehen. Ja, ich glaube, das wäre das Beste. Das war, wir waren nur jetzt noch hier mit Sarah zusammen, weil Sarah nett ist. Zumindest bilde ich mir das ein. Ja, du bildest sie das ein. Tom, du bildest sie sehr viel ein. Okay. Was ist das denn für ein komisches Dungeon? Dann lass doch mal... So, und das war's auch für heute. Beim nächsten Mal schauen wir dann, wie wir unsere neue Base aufbauen. Und wer sich an den Anfang dieser Episode noch erinnern kann, ich habe hier noch ein kleines Outtake für euch. Okay, das war's. Du kannst aus meinem Haus jetzt wieder verschwinden. Super, ich fühle mich so benutzt.